Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind nochmal zurückgegangen, um hier im ersten Stockwerk die Map fertig zu erkunden, nachdem wir endlich die Map gekriegt hatten. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg zum Gebiet, wo es weitergeht, also hier oben. Müssen wir nur hier durch und dann geradeaus, okay. Ja, die Automap hier ist leider nicht ganz so hilfreich wie die Automap in Legend of Grimrock zum Beispiel. Weil wir sie nicht von Anfang an haben. Sondern erst später kriegen und uns dann wundern, hoch, was haben wir denn da übersehen? So streckt man dann wohl den Dungeon, würde ich einfach mal sagen. So, hier kommen wir durch. Und hier hatten wir aufgehört, soweit ich weiß. Fast. Da sind Skelette, da sind Skelette. Und da haben wir umgekehrt. Okay. Dann machen wir es wie immer. Hauen erstmal die Jungs weg. So. Und sie haben sogar was fallen gelassen. Mantel des Löwen, Stärke, Beweglichkeit und Rüstung. Das ist dann eher was für unseren Tank. Da sie ja schon die Handschuhe gekriegt hat, kriegt er jetzt das Teil. So, dann gucken wir erstmal hier rum. Da ist auf jeden Fall ein Secret-Knopf mal wieder gewesen. Trank der Hast. Naja, ansonsten ist hier drin nichts. Oh ja, darauf müsste ich dringend mal nach dem Upload achten, wie die Helligkeit nach dem Rendern ist. Oh. Diese Art von Rätsel kennen wir ja auch. Hi, und euch kennen wir auch. Das heißt, wir gehen erstmal hier entlang, gucken, was es hier gibt. Außer jeder Menge toter Skelette. So, alle tot. Gut. Oh. Bossfight-Raum. Also man sieht es, wenn ich da drüber habe, dass es ein Boss ist. Deswegen lassen wir den erstmal in Ruhe und gucken uns dort hinten um. Wir sehen da auf jeden Fall schon mal Skelettschatten. Seltsam, das hier, das sieht aus wie ein Gefängnisbau. Warum wurde das hier gebaut? Ja. Um Skelettbogenschützen reinzupacken. Ja.
So, unsere Heilerin hält den Tank schön um. Der Tank hat schön Aggro. Ah, Stärke, Beweglichkeit und Rüstung als Helm. Aber der Helm sieht auch wieder so aus, als ob er für den Tank wäre. Ich sehe euch da. Das ist ein ganzes Laib Brot. Seht das als ganzes Laib, ja. Gut, da ist der Tisch eingezeichnet. Da sind wieder Skelettgegner. Ja, ich gebe zu, der Anfang jetzt ist ein bisschen monoton, weil wir nur gegen Level 1 Gegner kämpfen, die nicht viel können. Und die wir schnell umgenutzt haben. Jo, der Tank hat die meiste Aggro. Unser Magier hat überhaupt keine Aggro. Wie sieht es eigentlich mit den Erfahrungspunkten aus? Ah, ganz okay. Du hingst immer noch heute etwas hinterher. Was Blödes. Oh, Fernkämpfer. Da müssen wir näher rangehen, sonst hauen die uns um. Vor allem haben sie unserer Kriegerin schon ordentlich eins zugesetzt. Willenskraft und Ausdauer. Hm. Also ja, das ist ein Amulett auf jeden Fall. Willenskraft. Meine Regeneration und so weiter, das könntest dann du doch mal kriegen. Kein passender Schlüssel, um da hochzukommen. So. Bin extra mal einen Schritt zurückgegangen. Oh, und sie hat nicht genug Mana. Das könnte dann ein bisschen ärgerlich werden. Müssen wir jetzt ein bisschen warten, dass sie Mana regeneriert, weil ich habe zwar zwei Mana-Tränke, die will ich allerdings nicht verschwenden. Ich könnte damit jede Menge Mana wiederherstellen, aber das sollte ich mir lieber für später aufheben. Nahrung. Folterbank sieht nicht gerade schön aus. Hi. Wie geht's euch denn so? So. Kritische Chance und Trefferbonus und plus 13 Rüstung. Hm. Ja, Reif der Hyäne.
Klingt wieder. Klingt eigentlich eher nach etwas für den Magier. Oh, das da sieht unheimlich aus. Da liegt wieder eine Hastfiole. Ne, eine kritische Trefferfiole. Hm. Ja, solche Sachen kann ich auch in die Inventarslots ziehen übrigens, um sie besser benutzen zu können. Hi. Kriegt ihr schon mal volle Breitseite von mir? Oh, du hast noch ein bisschen arg viel Aggro. Mhm. So, jetzt hat der Tank wieder die volle Aggro. Ich darf die Aggro nicht zu früh benutzen, sonst kriege ich nicht alle rein. Ja, magische Automap-Spruchrolle, der Eisenschlüssel, kritische Chance und Hast. Ah. Das da macht kritische Chance und Krefferchance. Du hast schon zwei Ringe. Dann kriegst du den jetzt, dass du schneller zaubern kannst. Und die komplette Karte für Level 1 wurde hinzugefügt. Yay. Ja, der Schlüssel führt auch in den Raum und hier ist die Treppe runter. Hier ist sogar auch eine Treppe runter und hier ist irgendetwas, von dem ich keine Ahnung habe, was es ist. Ja. Dahinter ist das Büro des Direktors. Das bedeutet, dass er Zugang zu allen Gefängnisräumen hatte, an denen wir vorbeikamen. Das ist sehr verdächtig. Ja. Und auch wenn es ein bisschen warm ist, gehen wir einmal kurz durch. Dann ist der Raum aufgedeckt. Wir können da erstmal weitergehen, aber ich habe hier wohl was übersehen. Ja, ich habe vergessen, in die Zelle reinzuklotzen. Okay, wir können durch das Büro des Chefs nochmal hierhin zurückgehen und uns nochmal da umsehen. Das hier ist wahrscheinlich einfach nur der lange, enge Korridor. Und hier ist ein Secret. Das sollten wir uns auch mal angucken. So, aber erstmal die Truppe da angreifen. So. Du hast jetzt die volle Aggro. Und du hast jetzt ein Level up. Was haben wir hier? Aufmerksamkeit und kritische Chance. Aufmerksamkeit macht Zauberkraft, Mana und Expertise hoch. Hm. Wäre dann eher was für dich. So, und dann jetzt ihr Level up.
Erhöht die kritische Trefferchance von harter Schlag. Harter Schlag ist das hier. Erhöht den kritischen Schadensbonus deiner Fertigkeiten um 10%. Ja, das klingt besser erstmal. So, jetzt kriegst du überwältigender Schlag. Ein Schlag, der das Ziel für 18 GP schädigt und seine Parier- und Ausweichchance um 50% mindert. Mhm. Dann ordnen wir das mal so an. Das ist unser Hieb, den wir als erstes brauchen. Und dann die beiden halt. Sehr gut. Hier ist nichts. Hier ist auch nicht wirklich was. Da sind Gegner. Der Feuerball ging voll daneben. Dumm, die dumm. So, eigentlich müsste die Aggro auf dir sein. Ja, ist sie jetzt auch. Und noch ein Skelett tot. Oh. Die wollen auch was abhaben. Können sie ruhig. Erst den da, dann zweimal den da. Gut, die sind auch tot. Haben sogar wieder was fallen lassen. Kritische Chance und Trefferchance-Bonus. Sowas hast du, glaube ich, schon. Ja, genau denselben. Also kriegst du den mal. Dann hauen wir hier die Fässer zu Klump. Schnaps ein oder den Wein. Ist, glaube ich, Wein, oder? Ja. Und das ist ein Feuerzauberstab des Überlebens. Der ist sogar blau. Hm. Macht weniger Schaden. Nee, halt. Macht genauso viel Schaden. Ach, da steht es ja, wie viel mehr Schaden und wie viel mehr SPS er macht. Ne, den solltest du haben. Ist besser. So. Das war's auch in dem Raum hier. Oh, Tag. So, da sind sie. Und letztes Skelett ist weg. Oh, ihr seid doch vier. Haben sich die anderen beiden in den Schatten versteckt. Au, hört auf, meine Heilerin zu hauen. Nicht nett. Noch ein Helm. Stärke, Ausdauer, Rüstung. Das ist auf jeden Fall was für meinen Damage-Dealer.
Gut, dann fehlt nur noch der Opferungsraum hier. Ja, Skelettkriegsherren. Zwar recht viele.